Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Es ist eine Woche her, dass eine Folge Fallout Shelter kam, wegen der Gamescom, wo ich ein bisschen war, wo es auch schon einige Videos zu gibt, aber noch nicht alle Videos. Und es wird ein sehr fantastischer und tiervoller Tag wird es heute. Mit ganz vielen Tieren. Und vielen Dank für das Follow-Like bei Instagram. Da folgt mir auch gerne und auch bei Snapchat. Irgendwo habe ich auch den Snapchat-Code oder ich glaube, mein Snapchat-Name ist Angzockt, so wie sonst auch überall. Ich würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen, über Snapchat kann man ja auch kommunizieren. Ja, und über Instagram ja jetzt auch. Da gibt es auch diese Direkt-Funktion und wir haben 5 Sachen, die wir noch hier looten können. 21 Orte entdecken, 10 Angriffe, 34 seltene Autos finden. Also wir können die ganzen normalen Gegenstände wieder verkaufen und den sammeln. Ups, so. Wir gucken mal ganz viel durch. Ich habe nämlich ganz viele Leute draußen auf Tour geschickt, dass wir ganz viel Loot kriegen. Wieso bist denn du tot, du Idiot? So, du auch? Was soll das denn? Ja, ich war zu lange unterwegs mit zu wenig Zeug. So, wir haben auch 3 Leute, die dann unterwegs irgendwo rumdödeln mit Missionsgedöns. Beziehungsweise 9 Leute. Und ihr seht, das Geld geht nicht über 1 Million hinaus. Beziehungsweise es knackt nicht mehr die Million. Und guck mal, was wir hier haben. Wir haben 3-mal Tiere. Das ist so... ein Pudel. Lupo. Moral plus 66%. Yeah. Und das ist putzig. Die ist cool. Trainingszeit. Minus 30% dauerhaft. Krass. Du bist nicht ganz so süß, aber auch cool. Radioaktive Heilungsgeschwindigkeit. Okay, und eine davon machen wir noch auf. Einfach, weil wir das dann alles aufgemacht haben, was ich so in der letzten Woche angesammelt habe, als ich nicht aufnehmen konnte. Und eine goldene Dreieckflagge. Die Stolle, Kronkorken und was haben wir hier noch? Energie und 2-mal Gold. Severlyons. Ist das cool mit Powerrüstung direkt. Das ist mal eine heiße Alte. Die nehmen wir doch gerne auf. Yeah, lass mich in Ruhe. Ich will die geile Alte aufnehmen. T60 Rüstung ist das, oder? So, wir haben... im S-Raum haben wir, glaube ich, einen Platz frei. Nee, haben wir nicht. Dann gehst du in den Glücksraum. Geh in den Glücksraum erstmal. So, was hast du für eine Waffe, werte Lady? Was? Wasergewehr. Da kriegst du so das Beste. So, 12 bis 17 ist eigentlich okay. Und T51F Powerrüstung. Die gute. Sehr schön. Noch eine Lady mit Powerrüstung mehr. Da freue ich mich doch. Das ist mal ein sinnvoller Zuwachs. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja bestimmt irgendwo Leute, die nicht mehr viel lernen müssen. Hier, Judy. Du bist auf der letzten Stufe. So, jetzt brauchst Judy nur 8 Stunden. So, Moral können wir bestimmt auch irgendwo steigern. Die Frage ist gerade nur, wo... Ich würde sagen, wir nehmen den Raum hier. Haben wir jemanden, der schon alles derbe kann? Nein. Ich mag die auch alle nicht. Ihr kriegt kein Tier. Moral. Hier, du kriegst Moral plus hier mit dem Doggy. Wenn wir ihn jetzt wegnehmen, was passiert dann? Okay, Tiere machen auch einfach die Moral super. Alles klar. So, und dann haben... Was macht denn das letzte Tier? Radioaktive Heilungsgeschwindigkeit. Das kann eigentlich jemand kriegen, der unterwegs ist. Also betreten wir jetzt erstmal... Nee, nicht das Todeskrallen-Ding. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier die Hauptmission weitermachen. Die Politikspiele. So, ich bin auf jeden Fall sehr froh, auch wieder Fallout Shelter zu Let's Playen zu können. Es wurde nämlich einige Male angefragt, aber ich konnte halt in der Zeit nicht aufnehmen. Und jetzt habe ich die letzten beiden Tage Deus Ex aufgenommen.
wo ich jetzt auch ein bisschen vorproduziert habe und halt jetzt mehr Luft habe, um die Gamescom-Videos zu schneiden. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, dass da jetzt auch noch was, ein bisschen was kommt. Da habe ich noch eine riesen Liste mit Indie-Spielen, die ich gerne vorstellen würde. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das anstellen soll. Besuche im Büro des Bürgermeisters nach Koordinaten vom Wall 525. Alles klar, und ihr könnt wahrscheinlich auch vernehmen, dass ich endlich wieder vernünftig sprechen kann und auch gerade echt wirklich pausenlos hier durchratter mit dem Gesabbel. So, zum Glück sind wir voll ausgestattet. Ja, die Todeskrallen halten jetzt auch nicht so viel. Könntest du vielleicht auch kämpfen? Macht er da irgendwie eine auf One-Man-Show? Los, klatsch ihn! Dann müssen wir die Nahkämpfer über ihn hinschicken, damit er auch was angreift. Anstrengend. Oh, und tot. Ja, ich hatte auch so den ein oder anderen Spaß, als ich in Köln war. Das habe ich so noch gar nicht erzählt, denn mein Auto ist eigentlich kaputt gewesen und ich bin dann trotzdem die 1200 Kilometer nach Köln und zurückgefahren mit einem kaputten Gelenkkopf. Aber es ging alles gut. Ich habe es unbeschadet hin und zurück geschafft und die Reparatur hat mich wieder ein Heidengeld gekostet. Damit werde ich dieses Jahr wohl keinen größeren Urlaub mehr antreten können, was sehr schade ist. Und mein großer geplanter Urlaub für nächstes Jahr ist auch flöten gegangen somit, mit den ganzen Autoreparaturen. Da ich ja in die USA wollte mit einer kleinen Autotour und da auch schön vloggen wollte und alles, ist das jetzt auch ins Wasser gefallen, denn alles an Ersparten dafür ist leider draufgegangen. Und ja, mal schauen, wann ich das dann nachholen kann. Wahrscheinlich muss ich das Ganze um ein Jahr verschieben, außer ich habe irgendwie Glück mal. Zum Beispiel hier auf YouTube, dass wir ganz, ganz viele mehr werden. Und da, wo ich ganz, ganz viele mehr sage, teilt mein Video. Also es gibt ein Video, da steht riesengroß Gewinnspiel im Thumbnail. Ich glaube, das Video fängt auch mit Gewinnspiel an. Auch wirklich geht es nur um ein Gewinnspiel. Es gibt 3 Turmbeutel zu gewinnen von dem Spieleentwickler Eleanor. Mit einem mysteriösen Inhalt in diesem Beutel. Und dafür müsst ihr in dem anderen Video, wo ich das Spiel Eleanor, den Trailer und zeige, wie ich spiele mit der HTC Vive, die Übergänge zählen. Es gibt so weiße Videoübergänge. Und da müsst ihr mir schreiben, wie viele es in diesem Video gab. Insgesamt. Ich gebe schon mal einen Tipp. Eigentlich kann ich mich nicht verzählt haben. 16 sind es nicht. Das war der erste Tipp, der vom Roger reinkam. Dies ist nicht richtig. Zumindest, ich hab's nachgezählt. Auch im Bearbeitungsprogramm habe ich geguckt, wie viele Schnitte ich habe mit diesem Übergang. Und es sind keine 16. Zumindest habe ich keine 16 gezählt. Ich kann da, wenn es soweit durch ist, verrate ich euch, wie viele ich gezählt habe. Vielleicht, wenn jetzt alle sagen, ja, es sind so und so viele, und es dann falsch ist, dann müssen wir mal gucken, dass ich mich, vielleicht habe ich mich auch verzählt, aber das kann eigentlich nicht sein, weil ich halt die Bearbeitungsdatei sehe und wo ich weiß und sehe, wo ich diese Dinger gesetzt habe. Aber schreibt mir, wie viele ihr zählt. Ich habe schon einmal den Tipp gegeben, 16 sind es nicht. Außer wenn jetzt alle sagen, es sind 16, werde ich wahrscheinlich noch 12 mal nachzählen, bis ich vielleicht auch völlig betrunken auf 16 komme. So, den Keller hätten wir ausgeräumt und haben bisher noch keine Koordinaten zu der Vault gefunden, die wir gerade suchen. Die 525 ist das nämlich, wo sich Paula Blumkin verschanzt haben soll. Die laufen auch hier ganz entspannt durch. Ja, Gamescom, was gibt es da noch zu groß zu erzählen? War sehr cool, ich habe viele coole Leute getroffen und ich habe wohl den herzlichsten Menschen in naher Zukunft und Vergangenheit getroffen, um mich ganz kurz mit ihm unterhalten, weil es ist so beeindruckend, was für eine positive und gutherzige Ausstrahlung ein Mensch haben kann. Das war völlig wow. Es handelt sich dabei um Gronkh. Also, ich wusste ja, dass er echt ein super netter, sympathischer Mensch ist, aber wenn du vor ihm stehst und ich kurz mit ihm unterhält, denkst du, Alter, ist das ein
guter Typ. Das ist so der Hammer gewesen. Ich war unglaublich beeindruckt. Ich habe auch am Vortag Sarazar getroffen und am Luther's King Stand, am Pressetag am Mittwoch. Auch völlig entspannt und cooler Typ, aber diese Ausstrahlung, die Gronkh einfach hat, das war so... Wow. Hat man selten, dass ein Mensch einfach so eine Persönlichkeit aus sich rausleuchten lässt, kann man schon fast sagen. Oh, die Koordinaten vom Bolt 55 und sie hatte ein GEEK. Der Eingang ist in Red Rocket Hauptquartier versteckt. Dun, 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 dun. Wir haben es gefunden, Politikspiele. Ja, das war eine echt coole Erfahrung und ein nettes Kennenlernen. Ich habe auch die gute Honeyboy getroffen, den... Ja, Sarge Rumpel, auch wegen Luther King Stand, ist da ja halt ein bisschen öfters rumgelaufen. Dann war ich am Freitag auf der Sarazar Party im Bootshaus. Ich habe mich ein bisschen hinterher geärgert, dass ich nicht zur Rocket Beans Party gegangen bin, weil ich auch Rockstar bzw. Max Niklas Nachtsheim getroffen habe noch am Freitagabend in der Shopping Mall. Erst dachte er so, als ich ihn anspreche, so, boah, was ein Assi, quatscht er mich hier an. Ich meinte einfach nur so, hey, geile Show am Donnerstag und wünsche noch einen schönen Abend, wenn die weiter nerven. Und dann hat er mich da in ein Gespräch verwickelt und mir noch erzählt, dass er dann zur Rocket Beans Party geht, dass er das und das da macht und so weiter. Hat mir einen schönen Feierabend gewünscht. Das war eigentlich, ich mag Max auch total gerne. Der war wahrscheinlich nur von den ganzen Tagen da auch sehr gestresst und angenervt, vielleicht teilweise von diesen ganzen Leuten, die das so fies fanhypen. Das mache ich so gar nicht, auch bei Leuten, mit denen ich so Zeit habe. Ich habe jetzt auch kein Foto mit Gronkh nicht gemacht, mit Sarazar nicht gemacht, obwohl jetzt die Chance da gewesen wäre. Wüsste ich nicht, war... Für mich ist das... Es sind auch nur Menschen. Also, wenn man sich dann vielleicht besser versteht und kennt und öfters mal... Aber so... man muss sie nicht so belagern und fanhypen. Das finde ich... Ist vielleicht nicht ganz okay. Also... So auf Fan-Treffen und solche Sachen, wo dann... die Leute kommen. Das ist halt eine coole Sache für die Leute auch. Ist ja auch für denjenigen krasses Feedback, ein positives. Ich finde das auch schön, aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der dann da so das unbedingt zurückgeben muss. Wenn ich die Chance habe, mache ich das sehr gerne. Also wie bei Max, dass ich da hingehe und sage, also bei Rockstar und sage, hey, geile Show, war cool, freue mich auf Hamburg und das, was da kommen mag. Und hab dann so einfach so kurz, knackig, positives Feedback bedanken dafür, dass das so eine nice Show war. Das einfach so normal menschlich, genauso wie wenn jemand eine gute Arbeit macht. So geil, hast den Rasen gemäht, sieht richtig fresh aus. Endlich keine Kleinkinder mehr im Rasen suchen, die verloren gegangen sind. Endlich, hast du dir mal Mühe beim Kuchenbacken gegeben und es sieht nicht aus wie ein Kothaufen, sondern wie ein Kuchen halt aussehen zu sehen hat. Ja, sowas, ich bin da sehr, ich glaube, simpel und einfach gegenüber den Leuten gestrickt, weil ich finde, das ist eine schöne Sache. Ich mag das auch, ich freue mich auch für die Leute, dass das so funktioniert, auch mit dem Fantreffen. Ich fand das auch krass, was ich noch erzählen kann von der Bootshaus-Party. Gronkh hat ja vorher geschrieben, er würde gerne mit seinem besten Kumpel feiern, in Ruhe gelassen werden und alles. Ey, der Typ war schon, also Gronkh war schon in der DJ-Absperr-VIP-Bereich, hat er die ganze Zeit rausgefilmt, das fand er so, er war total happy, glücklich, hat er rausgeleuchtet mit seiner positiven Ausstrahlung, das ist unglaublich gewesen. Und dann hinterher, zwei Stunden später ungefähr, als er dann gehen wollte, ist er noch rausgekommen, hat sich zu den Gästen gestellt, hat sich mit denen unterhalten, hat mit denen Fotos gemacht, so völlig lieb, nett und liebenswürdig. Und irgendwann war es ihm dann aber auch zu viel. Pan war auch dabei. Auch ein bisschen nett, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Er war auch voll nett und wirkte total freundlich. Es war halt wahrscheinlich dieser ganze Stress, der dann durch dieses Gefan-Hype kommt, was dann wirklich so ein bisschen aufs Gemüt schlägt. Aber trotzdem hat man Gronkh angesehen, als er dann nicht allen ein Foto oder eine Unterschrift geben konnte auf dieser Party.
Wirkte er ein bisschen, wie sagt man, traurig? Also, ihn hat er schon ein bisschen mitgenommen, dass er das nicht den Leuten so zurückgeben kann, wie er es gerne zurückgeben würde. Und er gibt ja den Leuten echt viel zurück mit dem, wie er ist und sich verhält und was er macht. Und das ist einfach nur krass. Also, dafür den allergrößten Respekt für so viel unglaublich herzliche Menschlichkeit. Es ist der Hammer, also hätte ich nicht gedacht, und das wollte ich auch in einem Video mal loswerden und euch kundtun, weil es gibt ja auch YouTuber, die sind da ganz anders drauf. Und wen habe ich noch getroffen? Genau, das Zweikampfsofa. Da komme ich vielleicht auch nochmal in einem der Videos vor, was da kommen mag. Die zwei aus Bremen, auch zwei Let's Player, die gemeinsam Koop zocken. Also könnt ihr auch gerne mal reinschauen, ist auf meinem Kanal rechts verlinkt unter coole Typen und sowas. War, glaube ich, einer mit der ersten Kanäle, die ich so verlinkt habe. Und das ist auch eine coole Kombo. Wen habe ich noch getroffen? Ja, so Instagram-Menschen habe ich noch getroffen. Die Susi Nerdheaven, falls das jemand was sagt. Alexi Bexi natürlich, aber den kennt man ja auch so, wenn man hier aus der Nähe kommt und aus Hamburg in dem YouTuber-Gedöns da ein bisschen mit aktiv ist. Ja. David Hein, der unglaublich groß ist. Ich dachte so, als ich neben ihm stand, alter Schwede, ist der groß, der Mann. Auch super sympathisch. Dann habe ich Crispy Rob getroffen, auf der Bootshausparty auch. Und LeFloid und Frodo standen auf einmal plötzlich neben mir an der Bar und ich meinte so, moin. Einfach nur ganz trocken so und ja, so auch so, ja, hi und wie gefällt's dir so und ja, cool. Und dann waren sie auch wieder weg. Halt, ist halt einfach so, wie man auch mit anderen Menschen sprechen tun soll. Einfach völlig entspannt, cool, locker. Nicht belagern, anspringen, ablecken oder so. Sondern ich mag das so auf dieser normalen menschlichen Ebene halt. Auch wenn es so arrogant wird, kann ich mitziehen. Ist gar kein Thema, aber es muss ja nicht sein. Es ist ja halt einfach, wir sind alles Menschen. Wir sind alle cool. Wir machen alle irgendwie was, was die Leute unterhält, informiert, zum Lachen bringt. Ja, sowas halt. Und das muss man ja nicht irgendwie miteinander in Konkurrenz setzen, weil wir sind ja alles eine Suppe. Auch wenn jetzt der eine 2 Millionen Abos hat und der andere 1645. Warum sinken meine Abozahlen eigentlich? Ich verstehe das überhaupt nicht. Es kommen Videos, Content läuft, es wird mehr, es gibt neueren, es gibt ein bisschen Abwechslung. Aber irgendwie werden die Abos weniger, aber die Aufrufzahlen werden höher. Also habe ich das Gefühl, es sortiert sich, kristallisiert sich gerade so eine kleine Community raus, wo ich mich echt drüber freue. Was auch sehr, sehr cool ist. Und jetzt bin ich einfach nur die letzten 5 Minuten unsere Vault hoch und runter gefahren und habe erzählt, was ich noch so erlebt habe auf der Gamescom so nebenbei. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, auch gerne in die Kommentare, dann versuche ich das zu beantworten. Kann auch sein, dass ich jetzt ein oder andere vergessen habe bei Instagram und bei bei Instagram gibt es noch ein paar Fotos dazu. Es werden auch noch ein paar Videos kommen zu Indie-Spielen. Auf jeden Fall vergisst das Gewinnspiel zu Elena nicht. Das läuft bis nächsten Dienstag. Und dann wünsche ich euch einen schönen Mittwoch noch und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bye, bye.